Ja, das Landesliga-Derby hier in Melle ist zu Ende gegangen. 1:1 unentschieden zwischen den beiden Mannschaften Melle und Rothenfelde. An meiner Seite Jakub Akbayram und Jan Unger. Jan, wie hast du das Spiel gesehen? Erste Halbzeit, Walter, wart ihr sehr präsent, habt Melle das Leben ziemlich schwer gemacht im Spielaufbau, habt ihr sie gestört und habt ein gutes Umschaltspiel gehabt, so habe ich das gesehen. Was sagst du dazu? Ja, erstmal großes Kompliment an unsere Fans. Erstmal vorneweg und ja, ich sag mal, aufgrund der Offensivqualitäten geht im Großen und Ganzen der Punkt erstmal in Ordnung, denke ich. Ja klar, erste Halbzeit waren wir noch dran, aggressiv und konnten die Melleraner auch früh stören. Aber dann in der zweiten Halbzeit wurde es dann halt auch bei uns ein bisschen weniger, weil natürlich dann auch offensiv noch ein bisschen mehr gemacht wurde von den Melleranern und natürlich die Qualitäten vorne recht hoch sind. Ja, aber im Großen und Ganzen, denke ich, kann man eigentlich mit dem Punkt so zufrieden sein. Jakub, ich habe es gerade schon gesagt, erste Halbzeit habt ihr euch so vom Spielaufbau her ein bisschen schwer getan. So habe ich es auf jeden Fall gesehen. Ich weiß nicht, hast du es anders gesehen? Nee, also im Spielaufbau war nicht das, was wir wollten. Wir wollten eigentlich die roten Felder schon früh stören, dass sie nicht rauskombinieren. Also wir hatten dann eigentlich nur diesen Einzelaktionen vielleicht durch außen oder den Pass in die Tiefe, aber wir konnten uns einfach nicht nach vorne kombinieren. Wir haben einfach den vertikalen Pass gespielt. Also die erste Halbzeit geht eigentlich an beide Mannschaften, war ein offenes Spiel. Ja, in der zweiten Halbzeit machen wir 30 Minuten Druck, schießen das erste Tor, müssen natürlich das zweite hinterher schießen, weil gegen roten Felder kannst du bei jeder Aktion ein Gegentor kassieren und das war ein bisschen unglücklich von unserer Abwehr und sag mal, Punkt war für uns eigentlich mehr drin, aber die letzten 15 Minuten gingen natürlich an roten Felder. Nach dem 1:1 waren wir dann einfach spielerisch nicht mehr da, läuferisch nicht mehr da. Also geht im Großen und Ganzen eigentlich das 1:1 schon okay eigentlich für beide Mannschaften. Also speziell in der ersten Halbzeit hat mir so ein bisschen das Tempo bei euch gefehlt. Man konnte sehen, nach den Auswechslungen, Nordheimer, Leonard, zwei Sprintertypen, die gingen gleich drauf. Also da war viel mehr Tempo drin bei euch. Ja, Rothenfelde hat ja auch erste Halbzeit ein bisschen kompakter gespielt. Also wenn ich zweite Halbzeit so sehe, dann war ich ja im Zentrum und die Bälle nach außen, da hattest du schon eigentlich nur noch jetzt entweder den Unger oder andere Seite, immer 1:1. In der zweiten Halbzeit waren die immer am Doppeln. Dann musste ich dann den Ball wieder hinten rumspielen und ich sag mal, wir haben nicht das gespielt, was wir spielen wollten, aber wir haben auch nicht Rothenfelde das spielen lassen, was sie spielen wollten. Deswegen geht das schon im Großen und Ganzen in Ordnung. Jan, ihr habt Melle dann ja in der zweiten Halbzeit nochmal durch eine Standardsituation, langer Ball, kalt erwischt, zum 1:1, Patte Fiss macht das Ding dann ziemlich cool rein. Ja, da ist die Taktik nochmal aufgegangen mit so einem langen Ball. Waren sie ein bisschen durcheinander hinten, die Melleraner, oder? Ja, ich glaube, ich hab das gar nicht mehr so richtig im Kopf, wie die Situation war, dann Freischuss und ja, ich sag mal, wenn Patte Fiss vorne drin steht, dann der ist immer gefährlich, kann auch 20 Minuten nichts von passieren und dann steht er einmal richtig und macht den dann natürlich rein. Das sind natürlich auch irgendwo dann individuelle Qualitäten, die er hat. Und ich sage, er ist einfach super wichtig für unser Spiel und so ein Ding einfach dann auch reinzumachen, macht er mit seiner Erfahrung natürlich dann eiskalt. Und ja, da, wie Jakub gerade schon gesagt hat, da kommen wir dann halt dann nochmal zurück. Kriegen wir dann nochmal so ein bisschen die dritte Luft und können halt nochmal Gas geben. Aber da fehlten uns dann halt auch vielleicht die zwingenden Aktionen, die wir dann wirklich aufs Tor von Philipp Palo hatten. Also wie wir jetzt beide schon gesagt haben, ist der Punkt wirklich voll in Ordnung. Ich glaube, wir können da auch beide ganz gut mit leben. Jetzt gut in die Saison gestartet. Das ist das Wichtigste eigentlich, denke ich. Beide mit 5 Punkten gestartet in die Saison. Jakub, kann man mit leben, oder? Ja, nicht so unbedingt. Also das Auswärtsspiel in Leer geht in Ordnung. Und gegen Emstecker Feld war einfach, ich sag mal, das erste Spiel. Einige Spiele, also ich war jetzt auch nicht die ersten beiden Fit-Spieler. Also die ersten beiden Spiele war ich ja auch nicht fit. Aber im Großen und Ganzen hätten wir da, glaube ich, vielleicht 2 Punkte mehr. Entweder heute die beiden Punkte haben uns gefehlt oder gegen Emstecker Feld. Aber wenn wir das heute souverän durchspielen, würde eigentlich nichts mehr anbrennen. Aber wie gesagt, bei so einem langen Ball, klar, man geht dahin, aber gegen so einen coolen Mann den Kopfball gewinnen, das ist auch nicht einfach. Also da ist kein Vorwurf eigentlich, aber das sah unglücklich aus, aber ist schon schwer, gegen einen coolen Mann den Ball da mit dem Kopf zu klären. Und wie gesagt, Patrick Fiss macht das dann super. Also im ersten Halbzeit könnten wir eigentlich schon 1:0 in Führung gehen. Oder bei Pfannstiel, die an Aktionen, da ist ein bisschen unglücklich, schon 1 Meter vom Tor, da kann er auch nichts machen. Also wenn wir das zweite Tor machen oder 1:0 souverän durchspielen, passiert eigentlich nichts. Weil die roten Felder hatten eigentlich so gesehen keine Luft mehr. Aber nach dem Tor haben die nochmal diesen Schub nochmal bekommen und nochmal, wie gesagt, dritte Luft war da und bei uns war dann einfach nichts mehr los. Die verlorenen Punkte müsst ihr euch dann woanders holen. Ja. Alles Gute dafür. Alles Gute dafür und danke, dass du mir die Zeit genommen hast. Ja, Jan, dir auch, danke. Ne? Alles Gute. Viel Erfolg noch, ne? Ja, bleib weiter am Ball.